Die Stärkung der Pflege ist ein berechtigtes Anliegen. Die Pflegeinitiative geht aber zu weit und schafft mehr Probleme, als sie löst. Umgekehrt ist der indirekte Gegenvorschlag die ausbalancierte Lösung. Warum? Arbeitsbedingungen und Löhne, wie von der Initiative gefordert, gehören nicht in die Bundesverfassung. In der Schweiz sind es die Sozialpartner, die Arbeitnehmende und Arbeitgeber, die das gemeinsam aushandeln. Immer passend für den jeweiligen Kontext. Die Pflegeinitiative rüttelt am Schweizer Erfolgsmodell. Die Forderungen der Initiative führen zu höheren Krankenkassenprämien. Im Unterschied zum indirekten Gegenvorschlag sieht die Initiative keinen Kontrollmechanismus dagegen vor. Der indirekte Gegenvorschlag ist der bessere und schnellere Weg. Vorgesehen sind die Unterstützung der Ausbildungsoffensive in der Pflege mit fast 1 Milliarde Franken. Künftig kann das Pflegefachpersonal Leistungen direkt mit der Krankenkasse abrechnen. Das bedeutet mehr Kompetenzen und eine Aufwertung des Berufes. Zusätzlich sieht der indirekte Gegenvorschlag einen Kostenkontrollmechanismus vor. Damit werden explodierende Gesundheitskosten verhindert. Der indirekte Gegenvorschlag tritt bei einer Ablehnung der Initiative sofort und automatisch in Kraft. Bei der Annahme der Initiative müsste hingegen vom Bundesrat und Parlament ein Umsetzungsgesetz erarbeitet werden. Das dauert mehrere Jahre. Aus diesem Grund am 28. November Nein zur Pflegeinitiative.